und laufe zurück. Mein Schloss steht jedem offen, der mein Gast sein möchte. Es gibt 17 Schlafgemächer, ganz nach Lust und Laune weht man sich am Abend eines aus. Manchmal stelle ich mir selbst sogar 4-mal nachts den Wecker, um das Schlafgemach zu wechseln, nur weil ich es kann. Am nächsten Morgen wache ich völlig zerstört auf, aber glücklich. Dann stolper ich durch die Ahnengalerie, in die neulich eine Büste von meinem Vater eingebaut wurde, in einem Glaskubus, um den oben wie ein Kranz ein Stacheldraht ist, und an den Stacheldrähten, an den Spitzen sind kleine Heidelbeeren aus dem vergangenen Sommer, die mit Klarlack angesprüht wurden, damit sie noch sehr lange frisch aussehen. Mein Vater war ein großer John Lennon-Fan, aber das hat nichts mit den Heidelbeeren zu tun. Strawberry Fields Forever. Dann laufe ich durch diese Ahnengalerie, stürze aus dem Hauptportal durch ein kleines Nebenportal, komme im Westflügel an und seile mich durch eine an einer Rolltreppe hinunter in den Schlossgarten, in dem der Gärtner die ganze Nacht über einen Irrgarten für mich angelegt hat. Ganz leise, mit seinen bloßen Händen hat er die sehr zartkörnige, feine Erde aufgewühlt und kleine Buchsbaumpflanzen reingesetzt. Ungefähr die Höhe 2 Meter, dazwischen einzelne Schwertlilien und Heidelbeersträuche. Da schließt sich der Kreis. Aber kein Kreis ist dieses Labyrinth, das sich total mir überhaupt nicht erschließt, durch das ich 3 Stunden am Vormittag durchstolper, um dann am Frühstückstisch anzukommen. Der Frühstückstisch hat 17 Seiten, 17 Teller mit 17 Messern und Croissants, die auf 17 verschiedene Arten und Weisen gebacken, gedünstet, gekocht und gegart sind. Ganz nach wie der eine oder der andere, man hat ja manchmal auch Gäste. Nach diesem Croissant-Frühstück wasche ich mich ab, denn ich bin nackt zum Frühstück gekommen, weil ich bin der Schlossherr. Und wenn du mein Gast sein möchtest, das Hauptportal steht dir offen.